Der Robur von Jottenland. Hallo, Herr Ralf von Jottenland. Viele von euch haben uns immer mal wieder gefragt, was das denn eigentlich für ein Fahrzeug ist, mit dem wir da unterwegs sind. Und dazu möchte ich euch heute einfach ein bisschen was erzählen. Ja, die Fahrzeugmarke, also der Hersteller dieses Fahrzeugs, nennt sich Robur. Das ist eine Marke aus der ehemaligen DDR. Gebaut wurden die Fahrzeuge in Zittau und dort vorwiegend für Feuerwehre, öffentliche Dienststelle und auch für die NVA. Die NVA, das war das damalige Heer von der DDR, und diese Fahrzeuge in der Klasse von 5,5 Tonnen fuhren dort, ich sage es mal, so das Pendant zu dem Unimog, was man hier so aus dem Westen auch kennt. Der Robur ist eine historische Marke, oder die ist historisch gewachsen. Aus der Marke Phänomen. Da gab es dann nach dem Krieg ein paar Namensstreitigkeiten, wo die Marke Phänomen verortet ist. Und deswegen hat dann in der DDR wurde die Fahrzeuge weiter produziert unter der Marke Robur. Übrigens auch bis zur Wende und darüber hinaus. Dieses Fahrzeug ist Baujahr 78, aber auch 90 sind noch Fahrzeuge gebaut worden, und auch später war die Firma in Zittau immer noch aktiv und hat auf diese Fahrwerke Grubefahrzeuge aufgebaut, beziehungsweise auch viele Feuerwehrfahrzeuge modernisiert. Ansonsten vom technischen Stand her, sage ich jetzt mal, ist das Fahrzeug Lehrbuchtechnik. Im Original mit einem Benzinmotor mit 75 PS. Das klingt nicht viel für 5,5 Tonnen. Das macht der Drehmoment, aber das Fahrzeug lief dann, ich sag mal, mit dem Benzinmotor so 80, mit einer elektronischen Zündung später auch mal 90. Am Berg vielleicht auch nur 20 oder 30, weil da hat man dann die Leistung doch vermisst. Mittlerweile ist der Robur umgebaut auf einen Mercedes-Diesel, ein wassergekühlter. Vormals war das Fahrzeug eben luftgekühlt. Daher auch sein Spitzname, der Ello. Der Ello, haben sie im Osten immer gesagt zu dem Fahrzeug. Dort ist er leider auch mittlerweile vom Straßenbild verschwunden und nur noch einige Liebhaber sind mit dem Fahrzeug unterwegs. Aber der Ello deswegen, für L wie luftgekühlt und O wie Ottomotor, LO, Ello, so kam das dann auch zustande. Also unser Robur, unser Ello, mittlerweile wassergekühlt mit einem Mercedes-Diesel mit 85 PS. Damit fährt er auch nicht schneller. Man kann so auf der Autobahn so ein bisschen mitschwimmen. Und am Berg geht es immer noch langsam voran. Aber deutlich zuverlässiger, und es macht einfach mehr Spaß, mit dem Fahrzeug auf Reise zu gehen. Ja, auch wenn der Robur immer viel für Jottenland tun muss, gerade wenn wir irgendwo ins Zeltlager oder irgendwo hinfahren, wo viel Material zu bewegen ist, dann muss einfach auch der Robur herhalten, einfach um das Zeug hinter einzuladen oder um unseren Hänger durch die Gegend zu schuften. In erster Linie haben wir ihn als Familienfahrzeug und als Reisefahrzeug. Kann man sich jetzt überlegen, ob das eine bequeme Geschichte ist, wenn der Motor lärmt und hier vorne fünf Personen sich irgendwie in die Fahrerkabine reinfalten müssen. Ja, es sei dahingestellt, aber für uns ist einfach eine nette Reisemöglichkeit, unterwegs zu sein. Ich habe den Robo jetzt fast 20 Jahre hier schon. Und unsere Kinder waren von Anfang an einfach immer mit dem Auto unterwegs. Die wissen, wo ihr Bett ist, die wissen, wo ihr zu Hause ist, wenn wir auf Reise sind. Und das ist einfach viel, viel wert, wenn man so eine Möglichkeit hat, unterwegs zu sein. Ja, zuletzt waren wir letztes Jahr in Albanien unterwegs, 4 Wochen
mit alle zusammen, mit einer relativ großen Gruppe, mit vier Familien, vier Fahrzeuge, der Robo und eben drei weitere kleine Wohnmobile. Trotzdem, wir waren am Meer, wir waren in den Bergen, wir sind Piste gefahren. Wir waren also fleißig auch abseits der üblichen Wege unterwegs. Und das ist auch das, was den Robo für uns auszeichnet, dass wir einfach abends irgendwo vom Weg runter verschwinden können. Irgendwo auf die Wiese oder in den Wald oder weiß Gott wohin auf den Berg. Und auf jeden Fall wissen wir, kommen am nächsten Morgen dort auch wieder weg, weil er einfach mit seinem einfacher konstruierten Allrad doch sehr zuverlässig sich im Gelände auch bewegen lässt. Zugegebenermaßen die letzten Jahre mit drei Kindern waren wir eher immer gemäßigter unterwegs. Es ist auch nicht mehr so, dass man einfach so problemlos nach Afrika reisen kann. Aber in der Anfangszeit waren wir mit dem Fahrzeug auch in Tunesien, Marokko, Libyen bis runter an die Grenze zum Niger im Akakusgebirge unterwegs. Und da spielt einfach ein Fahrzeug mit so einer Technik seine Stärke dann auch aus. Da muss man einfach gucken, wie es weitergeht, wie einfach so die nächste Reise anstehen. Nordafrika immer noch eine Reise wert, aber immer noch schwierig. Und ich sage jetzt mal, mit einer Familie muss man nicht unbedingt in Länder gehen, die sich aus der Krise rausentwickeln, tief in der Krise drinstecken, wie auch immer, sei es drum. Vielleicht, es lockt uns Marokko, da kann man noch hinfahren, aber da sind die Wege relativ lang. Und hier mit dem Fahrzeug 2000 Kilometer zu bewältigen, das ist dann doch schon sportlich, sag ich mal. Bisher haben wir es immer so gemacht, dass wir geguckt haben, dass wir eine schöne Fährverbindung kriegen. Das ist jetzt von Italien raus, egal wo man hinfährt, relativ gut, kommt man relativ weit. Sei es jetzt Griechenland, Sardinien, Korsika oder auch dann eben damals auf der afrikanischen Kontinent rüber. So kann man große Distanzen bewältigen. Mal sehen, vielleicht geht es nächstes Jahr eher Richtung Norden. Auch da sind wir überlegen, ob wir das Fahrzeug vielleicht mal nach Finnland verschiffen und uns dort einfach bewegen. Aber das wird die Zeit einfach zeigen. Ich wollte euch ein bisschen mehr von dem Fahrzeug auch zeigen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hinter rein. Ja, der Koffer von dem Robur, das ist ein sogenannter LAK1, ein leicht absetzbarer Koffer, Bauform 1. Gibt es in der Version 2 einfach nochmal ein Stück länger. Hier auf dem Robur vom Gewicht her, von der Fahrzeugmaße, eben mit der Länge von, ich glaube, 3,30 Meter, die ich hier habe, vorwiegend von der NVA genutzt, mit der doppelflügigen Tür hinten als Sanitätskoffer. Und hier mit der einfachen Tür als Stabsfahrzeug, sage ich jetzt mal. Im ursprünglichen Zustand war hier nicht viel drin, außer so die Innenverkleidung hier, die Fenster, die Elektrik und alles. Das war so schon vorhanden. Was von uns dazugekommen ist, sind im Prinzip die Möbel, die Küchezeile, ein Bett mit Material, Kiste unten drunter. Und einfach diverse Umbaute. So hat sich das Fahrzeug einfach jetzt für uns auch entwickelt, vom leeren Zustand über zwei Personen, die damit unterwegs waren, über das erste Kind, zweite Kind, dritte Kind, hat sich einfach die Familie vergrößert, die Schlafsituationen haben wir immer wieder angepasst, sodass wir auch zu fünft letztendlich gut drin schlafen können. Wir versuchen relativ autark zu sein. Das Fahrzeug hat der Koffer hat eine eigene Stromversorgung, die unabhängig vom Fahrzeug ist. Das geht über eine Solarzelle. Der Kühlschrank läuft auf Gas. Heizen tun wir mit Holz. Das ist hat sich gezeigt, einfach die angenehmste Variante, unterwegs ein bisschen Holz zu sammeln und prompt hat man das Fahrzeug abends dann noch warm. Gerade wenn man im Winter unterwegs ist, nimmt so ein Holzofen auch viel, viel Feuchtigkeit raus und macht einfach eine nette Hütteatmosphäre dann auch. Ja, was ist noch spannend hier im Robur? Wie gesagt, wir sind zu fünft unterwegs, zwei Erwachsene, drei Kinder. Die brauchen irgendwo Platz zum Schlafen. Wir haben hier ein Bett, auf dem zwei Personen schlafen können. Früher haben wir hier weiter angebaut, bis auch der ganze Tisch und alles überbaut war. Das war sehr unglücklich, weil man einfach nichts mehr tun konnte in dem Fahrzeug.
Die Kleine schläft da oben hinter dem Alkove und die zwei Große, die verschwinden mittlerweile aufs Dach raus. Da haben wir ein Dachzelt drauf gebaut, aus Kohlestoff natürlich, also der gleiche Stoff, aus dem auch unsere Kote und Jotte genäht sind. Und ja, wie so ein Balk, den wir dann hochstellen. Oben gibt es dann zwei Schlafplätze, wo man sich's gemütlich machen kann. So kriegen wir 5 Leute hier unter, wobei man einfach auch zugeben muss, dass wir uns sehr gerne im Freien draußen aufhalten und oft das Fahrzeug tatsächlich nur zum Reisen, also zum Vorwärtskommen und zum drin Schlafen verwenden. So der Rest des Lebens kochen, backen, spiele, lebe, die Welt entdecke, das findet natürlich draußen dann auch statt. So, und jetzt zeige ich euch noch kurz das Dachzelt oben drauf, weil auch da werde ich immer wieder gefragt, wie man hier eigentlich alle unterbringe. Da könnt ihr jetzt einfach kurz zuschauen. Dachzelt hier oben haben wir 2 Kabinen eingebaut, 2 Schlafplätze, einer links, einer rechts, und damit sich nachts niemand mit der Ellenbogen und der Knie in die Quere kommt. Von unseren Kindern gibt es ja noch eine Trennwand dazwischen. Wie gesagt, das Ganze ist aus Kohlestoff aufgebaut. Der Blasebalg hier, ihr habt gesehen, man muss es händisch letztendlich hochstemmen. Und das Dach ist eine Sperrholzkonstruktion mit Spande und einer Glasfaserüberdeckung oben drauf. Die Luke, durch die ich jetzt durchgestiegen bin, das ist die ehemalige Dachluke von dem Fahrzeug. Das heißt, da haben wir am Dach nichts verändert, sondern einfach nur der Boden hier aufgedoppelt, so dass es eine gerade Liegefläche gibt. Ja, bei schönem Wetter hier lässt sich schön die Landschaft genießen. Hier Blick auf der Schwarzwald raus zu. Ich kann hier das Dach oder die Vorderseite des Daches auch zumachen. Hier mit dem Schlinge- und Öseverschluss. Das haben wir gelöst letztendlich wie bei einem Wanderkoteblatt. Das haben wir uns da abgeguckt. Das ist eine relativ schlaue Konstruktion, und zwar fast hier dann die Plane von vorne links und rechts um die Seiteplane rum, und mit der Schlaufe kann man es dann zuziehen. Es gibt einen relativ dichter Verschluss, hat sich auch bei stärkerem Regen schon bewährt. Das funktioniert, hier oben bleibt dann alles trocken. Der Motor ist ein OM314 aus einem Mercedes 508-608. In der Baureihe sind die gebaut worden. Der Motor ist, wie gesagt, wassergekühlt. Früher müsst ihr euch vorstellen, saß hier ein luftgekühlter Motor drin, der auch noch deutlich weiter nach hinten auch eingebaut war, weil vorne dran noch die Möglichkeit war, eine Pumpe für die Feuerwehr noch vor den Motor zu setzen. Und auch einfach vom Gewicht her das Fahrzeug im Gelände her noch mal etwas beweglicher war, wenn das Gewicht alles etwas zentraler in der Mitte war und nicht hier wie jetzt vor der Vorderachse dann auch sitzt. Ja, für uns hat sich der Motor sehr bewährt. Er ist, glaube ich, älter wie das Fahrzeug, aber deutlich zuverlässiger als die Originalmotoren von Robur. Und ich denke, auch von der Laufleistung her wird er uns hoffentlich noch eine Weile begleiten. Ja, bisher, wie gesagt, wie lange haben wir den jetzt drin? Seit 2003, also auch schon wieder 14 Jahre, wo wir das Fahrzeug mit diesem Motor dann fahren. Ja, das wäre auch schon ein kurzer Überblick über das Fahrzeug von Jotteland, eben unseren Robur, unseren Familienwohnmobil. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, dann postet die einfach unten in der Kommentare.
dann denke ich, kann ich noch einiges beantworten. Wenn es euch tiefer interessiert, dann googelt einfach mal nach Robur. Da gelangt ihr zum Beispiel auf robur.de. Das ist ein Forum, wo sich einfach viele begeisterte Leute um dieses Fahrzeug herum auch treffe und sich austausche. Es gibt unter robur.wiki, bauen wir gerade eine Wiki-Seite auf, die mehr so auf die technischen Hintergründe des Fahrzeuges auch zielt, um einfach das Know-how, was sich die letzten zwei Jahrzehnte in dem Forum angesammelt hat, auch etwas zu strukturieren. Da erfährt er noch viel, viel mehr über die Marke Robur und alles, was damit zusammenhängt. Ja, von daher freut es mich, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es diesmal außer dem Stoff im Zeltdach nicht um Code und Jotte ging, sondern eben um das Fahrzeug. Aber wie gesagt, wir werden immer wieder gefragt und immer wieder staunende Blicke, die an unserem Auto hängen bleiben. Von daher war es jetzt einfach schön, auch mal darüber erzählen zu können. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da oder am besten gleich ein Abo. Dann kriegt ihr immer gleich mit, was es Neues von Jotteland auf YouTube auch gibt. Bis dahin sage ich Dankeschön, viel Spaß, euer Ralf von Jotteland.